So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke. Es ist dunkel, man sieht nichts. Es ist 7.11 Uhr. Wir müssen jetzt nach Suhl fahren. Wegen Scheiße schon wieder, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. Und dort versuche ich mal ein Kangaba-Raid zu machen. Ein mega Kangaba-Raid in Suhl. Wenn das nichts wird, dann machen wir halt doch wieder ein Mining. So, wir sind jetzt in Suhl angekommen. Es ist 7.49 Uhr. Aber wir müssen uns erst um die Scheiße kümmern und dann, keine Ahnung. Guck mal nach dem Kangaba-Raid. Hier ist mein Markt. Kennt ihr meinen Markt? Ich kann's nicht. Dann waren wir mal hier. Dann waren wir mal drin. Da war schon fast alles leer. Und jetzt, gefühlt zwei Wochen später, im übertragenen Sinn, ist halt zu. Also die haben damals gleich direkt hier Ausverkauf gemacht. Alles war leer hin und her. Hat sich nicht gehalten. Schade. Das ist ja das Rimbach-Zentrum. Kennt ihr das Rimbach-Zentrum? Hier sind irgendwie so Ärzte und Bäcker und Tierärzte und Physiotherapie und mein Markt. Jetzt nicht mehr. Jonas Schatz, alles Gute. Ja, ich sitze jetzt hier allein im Wartezimmer, ne? Schon seit einer Stunde oder so und warte noch auf den Kangama-Raid. Kangama! Kangama lässt du los! Kangama! Na, hier ist es doch. Bitte schön, yo, baby. So, es ist jetzt 9.49 Uhr. Wir sind jetzt raus. Wir wollen uns jetzt eigentlich einen Sub holen. Und damit ihr mir glaubt, dass wir auch wirklich in Suhl sind, seht ihr hier hinter mir den Mannequin. Dort sitzt nämlich vorm Waffenmuseum in Suhl. Wenn ihr Suhl kennt oder nicht kennt, müsst ihr mal googeln. Findet ihr immer Waffenmuseum dazu. Hier gegenüber, hier Taxistand, sonst was, Lauterbogensender. Da sind auch Treppen, da ist alles. Da ist Suhl, ne? Wir haben sogar schon mal ein Musikvideo gedreht. Da habe ich hier oben auf so einem Kanister gestanden. Und da hat man auch das Mannequin gesehen. Wenn ich dran denke, kann ich ja mal eine Szene einblenden. Jetzt aber auf Sub holen. Vielleicht noch ein Milchshake mit Eierlikör oder so. Mal gucken. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall was, um in den Tag zu starten. Weil Kangama ist fett. Das ist ein Eierlikör-Milchshake. Das muss mal sein. So, wir waren jetzt noch ganz kurz im Action. Da habe ich diese Sriracha-Soße gefunden. Mit einem Tiger drauf. Sonst ist sie immer von Flying Goose. Und hier Big Jeff, der Barbecue-Master. Mit einer California Hot Sauce. Die nehmen wir auch mal mit, die wollen wir auch mal probieren. Kann bestimmt nichts, aber ist wurscht, das wird alles mitgenommen. Oh, so, jetzt haben wir noch mal ganz kurz hier einen russischen Spezialitätenladen. Da habe ich drei interessante Limonaden gefunden, nämlich einmal Kübak, ne? Die müssen wir mal testen. Dann haben wir hier Tapxi. Kann ich alles nicht aussprechen. Und ja, Burattino, das ist der Beste, weil da steht noch was unten, was irgendwie aussprechbar ist. So, das kommt jetzt auch alles hier rein und jetzt gehen wir zum Kangama Raid. Der ist nämlich gepostet für 10.40 Uhr. So, der Raid geht gleich auf in 12 Sekunden oder irgendwas. Ich habe jetzt mal geguckt, ich habe den Raid wieder hier. Den Community Raid habe ich wieder in die Raid-Gruppe reingepostet, habe auch 5 Leute, die ich einladen soll, nämlich X-I'm on Fire, Patsche, Naya, Creeper2Go, Henry, Niki. Habe den Teamcode auch wieder reingepostet. Wir haben sogar ein Team. Und das müsste dann das erste Mal sein, dass der Habanero-Account mega Kangama Energie bekommt. Ich habe mir von den kleinen Accounts immer mal ein Kangama rübergetauscht, weil, warum auch immer, weil das die zuletzt gefangenen Sachen waren. Jetzt werde ich nach dem Raid einfach mal gucken, ob das aus dem Raid ein gutes ist. Aber ich glaube, es ist egal, wie gut das ist. Selbst wenn es ein 100er wäre, würde ich wahrscheinlich lieber das Level höchste Kangama, was ich dann auf der Hand habe, nehmen und mega entwickeln. Dass es halt als mega Entwicklung dann gleich halt mehr WP hat. Weil an sich machst du damit ja nichts. Du kämpfst ja nicht damit, du boostest damit ja vielleicht den Typ normal oder was es dann hat. Kangama ist übrigens Typ normal.
Versteht ihr? Und deswegen nimmt man am besten also Kampf. Nehmt Kampf gegen normal und dann haut einfach drauf und dann guckt mal, was passiert. Die wuseln hier jetzt im Kreis rum, die dort tanzt, bis er ins Wasser fällt. Die versucht, das Kind zu beruhigen. Da steht ein fremder Mann, der gehört gar nicht zu uns. Das ist Linus. Grüße an Linus an der Stelle. Hier sind jetzt 8 Leute drin. Wir können theoretisch sogar noch Leute einladen. Ich kann ja mal gucken, wer online ist hier. Skinny, Poge, Hunter, Active, Gary, Ball auf Monster, Bestzeit. Einfach mal noch rausgeschickt bei 45 Sekunden. Ansonsten habe ich schon gehört, dass Sandra gemeint hat, das sieht aber schön aus hier. Vielleicht gesagt, dann lass doch nach Suhl ziehen. Ne? Da ist wenigstens ein Action. Und das habe ich noch nirgendwo auf der Welt gesehen. Man kennt Kick, man kennt Teddy, man kennt Pfennigpfeifer, aber Action. Ein Laden, der Action heißt. Kennt ihr einen Actionladen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Es sind immer noch 22 Sekunden. Ich kann auch mal bereit drücken. Ich habe jetzt keine Konda-Grafik, weil die Grafiken nehme ich meistens immer von der iNews-Seite. Und die erstellen keine Konda-Grafiken für Mega-Pokémon. Das machen die nicht. Die erstellen nur für Legendäre und aktualisieren die dann immer. Wie ich bin nicht drin. Ich bin nicht drin, sagt sie. Ich habe Hupsi nämlich den Samyang Bulldog-Account gegeben und habe mich jetzt hier drum gekümmert. Hätte man sagen müssen, dass er auch mal reingehen soll. Aber ist ja eigentlich logisch, wenn der Raid noch zu ist und ich dir das Handy schon gebe, dass ich noch nicht drin bin. Du lässt ja die Hände nicht frei. Das ist aber nicht schlimm. Sandra, es ist doch nur der Samyang Bulldog. Dann hat er halt kein Mega Kangama und wird nie eins kriegen. Hauptsache, wir machen den Raid in Suhl. Das ist viel besser. So, jetzt habe ich sogar die Teamattacke nicht genutzt, weil ich heute keinen festen Standpunkt für die Kamera habe. Weil ich die heute die ganze Zeit in der Hand habe, was ein bisschen komisch ist. Und irgendwie die Hand dadurch auch kalt wird. Wer hätte es gedacht? Jetzt schmeißen wir uns hier durch. Gucken mal, ob es ein Shiny ist. Das ist nämlich auch eine Möglichkeit. Man könnte Mega Kangama als Kangama in Shiny bekommen. Wer also keinen Shiny hat, könnte jetzt Mega Raids machen. Mache ich nicht. Ich mache ab morgen wieder Dragoran Raids. Versucht das aber trotzdem jetzt mal zu fangen mit mehr Bonbons, damit ich vielleicht das Höchste, was ich habe, nehmen kann. Pass auf, jetzt muss ich wieder hier so festhalten und hier werfen. Jetzt habe ich sogar eine Hand frei. Eine Hand Kamera, eine Hand Handy und eine Hand ist frei. Wie viele Hände habe ich? Laut Mathematik 3. Aber ihr seht, Mathematik ist nicht alles. In der Biologie habe ich trotzdem nur 2 und kann damit alles machen. Der ist drin, den bewerten wir jetzt auch. Wie viel hast du, WP? 14,31. Wir sind hier bei 14,33. Hat auch nur 2 Sterne. Und komm, pass auf. Ich gehe jetzt mal auf C-K-A-N. Hab hier eins mit 2100 noch was. Hab jetzt 250 Mega Kangama Energie. 200 brauche ich nur. Wenn wir das bewerten, das hat sogar 0 Sterne. Das werde ich jetzt aber einfach mega entwickeln, damit das Baby aus dem Beutel rauskommt. Auf dem Main damals, da hast du einen 100er gehabt. Da hast du das auch auf Level 50 gehabt. War aber komplett sinnlos. Habanero, der macht sich hier keinen Stress. Der braucht keine IV, der braucht keine Pokémon, der braucht gefühlt gar nichts. Hat jetzt aber den Pokédex-Eintrag vom Mega Kangama mit 3246. Bisa-Fan Enzo hat noch gebraucht, war jetzt leider nicht dabei. Vielleicht kann er am Wochenende mitmachen bei Raids für Zuschauer. Ansonsten habt ihr Mega Kangama entwickelt, beim letzten Mal vielleicht schon oder dieses Mal. Wie findet ihr das Pokémon? Habt ihr Bock? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Tschüss, Pupsi. Geht's dir gut? Ist kalt, gell? Ja, Suhl ist halt eine kalte Stadt, ne? Es ist nicht wie Mining, wo du keine Heizung brauchst. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und damit man das Kangama besser verdauen kann, zum Abschluss noch ein Sub. Und jetzt gibt's auch die neue Signature Series. So sieht das dann aus. Subway Signature Series mit Legendary Teriyaki, The Captain, Fiesta Fashita, The Philly Boss, Notorious BMT, Furious Chicken, The Barbecue Master und Chicken Garlic. Vermisst hier eine Chilischote dabei, aber nur weil da Hot Sauce drauf ist. Das heißt, wenn ihr einfach die Hot Sauce auf irgendwas anderes nehmt, dann ist das ja auch alles einfach hot. Ich habe ja immer viele Beef and Cheese genommen auf Cheese Oregano Brot mit Chipotle Southwest Sauce und Hot Sauce und es klingt auch schon so ein richtiger Zungenbrecher. Jetzt heißt es halt Philly Boss.
Aber wir haben es schon bestellt und es schon zubereitet und ich bin wieder mal maßlos enttäuscht und das erfahrt ihr niemals warum. Also Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, und sind wir noch nicht vorbei, denn wir sind zurück in Meiningen und ich war noch mal kurz in der Getränkequelle und habe ein schönes Cola-Mix mitgenommen hier. Das ist kein Bier, das ist einfach nur Cola-Mix von Flötzinger. Flötzinger Cola-Mix. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal in die Kommentare und holt euch keine Signature Collection bei Subway, macht es immer selber. Das ist auf jeden Fall sinnvoller, damit schön Hot Sauce drauf ist und Jalapenos. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.